Was Leute, mein Name ist DJ, heute spielen wir Roblox. Heute werden wir wieder Wacky Wizard spielen, wo wir die besten, crazysten Zaubertränke machen. Zaubertränke, die uns alle extrem crazy machen werden. Und heute werden wir sogar Robux ausgeben, weil es gibt eine Menge Zaubertränke, die können wir nur durch Geld bekommen. So ist es leider. Und wir befinden sich auf der Map, das geht auch. Ich habe sogar ein rotes T-Shirt an, in der Hoffnung, dass man mich nicht allzu schnell sieht. Schon Hauptnote, du kannst abonnieren, dass deine kompliziertes Videos und alle sind kostenlos. Und sobald das Video 3000 Likes bekommt, lade ich das nächste Video hoch. Also, wie ihr sehen könnt, hier haben wir eine Menge Sachen. Zum Beispiel, wir können das hier ein paar Mal reintun. Und das können wir jetzt einfach so oft reintun, wie es geht. So machen wir es mal ganz oft rein jetzt hier. Wir haben hier, wie gesagt, auch einen Shop. Und wir haben hier so ein Starter-Bundle. Gut, das werde ich mir noch alles holen. Aber zum Beispiel sagen wir zum Beispiel, wir packen das rein. Wir haben jetzt 5 Stück davon. Dann spawnen wir eine Potion. Jetzt haben wir einen Trank bekommen. Und wenn wir den benutzen, dann passiert etwas. Oh mein Gott, jetzt haben wir lange Arme, genau. Also wie ihr sehen könnt, das macht lange Arme. Wir können es aber zum Beispiel kombinieren. Was macht zum Beispiel das Gehirn? Ehrlich gesagt, ich weiß es gar nicht. Wir packen aber 5 Stück rein. Dann schauen wir, was es genau tut. Ich zeige euch nur quasi, wie es ungefähr funktioniert. Oh, der eine wurde zu Geld und dann wurde er erstaunt. Wow. Machen wir die Nudeln mal weg hier. Spawn Potion. Eine Zombie Potion haben wir. Okay, wir trinken jetzt den Zombie. Oh, warte mal, aber nochmal. Was passiert, wenn ich ein Zombie werde mit langen Armen? Das kann ich mir witzig vorstellen. 8 Gehirne habe ich reingetan? Ach so. So, wir machen 8 Gehirne und 3 Nudeln. Lass mal sehen, was passieren wird. Benutze das. Bin ich jetzt ein Zombie mit langen... Hä? Ich bin kein Zombie mit langen Armen, was sehr merkwürdig ist. Frag mich bitte nicht, wieso. So, ich habe jetzt diesen Hut hier reingemacht und die langen Arme. Lass mal sehen. Theoretisch müsste ich mich jetzt sehen mit langen Armen, oder? Hä? Ach so. Oh, ich habe aus Versehen das Zombie-Ding auch drin gelassen. Das war aus Versehen. Machen wir das Gehirn mal weg. So, nochmal. Oh mein Gott. Das war ehrlich gesagt anders, als ich mir vorgestellt habe. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass mein Kopf sich absolut bewegt die ganze Zeit. Was zum Teufel? Ich hatte keine Ahnung. Warte mal. Ich mach mal kurz die Nudeln weg. Das ist merkwürdig. Ich dachte, die sorgen dafür, dass ich mich anders drehe. Okay, trinken wir nochmal. Oh ja. Oh mein Gott. Ich bin quasi ein Helikopter. Kann ich jetzt höher fliegen? Das ist witziger. Man kann nicht springen. Aber wir können uns die ganze Zeit drehen jetzt. Und naja, das können wir halt mit ganz vielen anderen Sachen auch machen. Wir müssen nur wissen, was alles was tut. Aber schade, dass ich jetzt zum Beispiel nicht ein Zombie noch sein kann nebenbei. Das ist ein bisschen schade, muss ich sagen. Was hat nochmal das hier getan? Lass mal kurz sehen. Ich muss mal wieder reinkommen. Ah, ist doch nicht klein, oder? Oh ja, ich werde kleiner und kleiner. Wie klein kann ich aber werden. Pack das einfach mal ein paar Mal rein. Machen wir es mal 6 Mal. Das sollte reichen fürs Erste. Benutzen wir es. Und ich werde kleiner und kleiner und kleiner und kleiner und kleiner. Oh, oh mein Gott. Kann ich noch kleiner werden? Das wäre irgendwie echt witzig. Weil wir müssen halt alles wissen, was es tut, ne? So, meine Frage ist, wenn ich klein bin, kann ich mich dann auch lange Arme haben? Wie lange größer die lange Arme? So, machen wir den Trank nochmal. Der Typ hat meinen Trank geklaut, oder? Okay, benutzen wir es mal. Und ich bin noch kleiner. Und ich bin jetzt echt... sehr, 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 sehr... Oh, ich bin aber schneller jetzt. Bin ich doch kleiner? Wow. Ich bin absolut winzig. Alter, Hilfe. Auf so einem Grund slide ich sehr stark. Wow. Das ist verrückt. Ich bin runtergefallen. Hallo, siehst du mich? Bitte nicht auf mich treten, okay? Das würde ich sehr zu schätzen wissen. Oh mein Gott. Na gut, gehen wir zurück. Was machen wir nochmal das Sandwich? Lass mal kurz austesten. Benutzen. Dadurch kacke ich mich selbst aus. Ach so. Okay. Damit kann man einige Sachen machen, weil ich kacke mich ja selbst aus und mit einer kleinen Mini. Ist schon ganz cool. Aber was ist, wenn ich das öfter reinmache? Oh, warte, das war gar nicht das Sandwich. Das war... Was habe ich denn da reingetan? Clone-Poo? Jetzt kacke ich mich die ganze Zeit. Das hört nicht auf. Das ist ein verrottetes Sandwich. Ach so, verstehe. Ja gut, das ist natürlich crazy. Machen wir mal 5 rein. Mal gucken, was passieren wird. Trinken wir das mal. Und jetzt... Oh, wow. Oh, da drüber eine Spinne. Okay, das ist interessant. Ich mach mal 10 rein. Was passiert dann? Es gibt ja auch ein Buch, womit man Sachen, naja, kombinieren kann. Schon ziemlich geil auf jeden Fall. So, jetzt habe ich 10 Stück reingetan. Was passiert jetzt? Wir trinken es. Und wir... Oh, wir kacken noch mehr. Okay, verstehe. Ja gut, so episch das nicht. Oh, wow, was ist das hier? Die geben mir Sachen. What? Alles klar. Ich bin klein geworden. Ich bin nicht mehr sichtbar. Zieh mal rein, wie klein... Hallo? Ich sehe mich nicht mehr. Oh, benutze das. Was macht das hier? What? Ich habe das Spiel zerstört. Ich bin unter der Erde. Ich bin unter der Erde gerade. Ich kann überall lang schwimmen, wo ich will. Okay, irgendwas... Okay, Reset Player. Und wir teleportieren uns zurück. Das war weird. Ich wusste gar nicht, mehr andere Leute auch Sachen geben können. Feier ich aber irgendwie gerade. Na gut, dann würde ich sagen, wir gehen mal zum Shop. Wir werden jetzt einfach mal... Hier kann man sogar Skins holen, was ziemlich geil ist. 800 Robux ausgeben für 4800 Juwelen. Und damit können wir uns hier jetzt andere Sachen holen. Wie zum Beispiel hier Sachen. Seht ihr das? Die kosten aber Geld. Natürlich kosten die Geld. Aber warte mal, was ist genau? Zeus Bart. Ich glaube, wir kaufen es einfach mal. Wir haben jetzt Zeus Bart. Das können wir jetzt auch mehrmals da reintun. Wow, da kommt Blitz sogar. Wow, okay, das sieht geil aus. Ich meine, anscheinend können wir hier mehr verschiedene Sachen reintun. Aber ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Ich werde das noch auf jeden Fall öfter probieren. Okay, lassen wir es jetzt bei 3 Mal. Ist okay. Benutze. Ah, bekomme ich dann einen langen Bart? Was? Oh. Warte, ich kann jetzt irgendwie... Ah, es zum Brennen bringen. Nee. Ich kann überall draufklicken und dann, naja, kommt ein Blitz dahin. Wow, und dann fängt es an zu brennen. Aber mit was könnte ich das kombinieren, bitte? Ja, das ist schon ganz geil, aber ich weiß ja nicht, mit was ich kombinieren soll. Ich würde es mal gerne probieren. Und zwar nehmen wir mal Nudeln noch dazu. Was passiert, wenn ich das mit Nudeln trinke? Passiert denn überhaupt irgendwas? Ich meine, habe ich lange Arme, okay? Bin ich immer noch Zeus? Ja. Alter, was ist mit deinem Kopf los? Kann ich Leute töten so? Nee, ich glaube nicht, dass ich Leute töten kann. Aber es ist schon eine coole Fähigkeit. Ich weiß noch nicht, was es mir genau bringen soll. Vielleicht ist Wasser dort. Was passiert, wenn mein Blitz auf Wasser geht? Okay, geht irgendwie nicht. Keine Ahnung, wieso. Ich meine, ist schon geil, aber lass mal was anderes noch kaufen. Hier. Irgendwas,
was viel Geld kostet. 3500 haben wir leider nicht mehr. Die Frage ist, will ich mir zwei billige Sachen holen oder zwei teure Sachen? Ich glaube, zwei billige ist besser. Nehmen wir einen Magic Seed. Was macht der? Packen wir den mal dreimal rein. Die Sache ist, wir wollen sie ja kombinieren mit Sachen. So, lass mal sehen. Leaf Potion. Was tut das? Wir trinken es und ja. Wow. Ich werde zu einem Baum. Okay, das habe ich nicht erwartet. Das ist das quasi. Wir werden zu einem Baum. Okay. Also, ich weiß, ob mir das so sehr gefällt. Reset Player und zurück. So, holen wir das nochmal hier. Frieren wir den ein? Das könnte sein, ne? Ach, dann werde ich eingefrorener Baum, oder? Was ist, wenn ich es kombiniere mit dem eingefrorenen Baum und mit dem normalen Baum? Benutzen wir es mal. Und jetzt? Ja, ich friere ein. Dann bin ich aber eingefroren. Wow. Das ist weird. Ich frage mich wirklich, wie ich das kombinieren kann. Ich habe eine Idee. Machen wir mal vier davon rein. Und nehmen wir noch vier vom Magic Seed. Ah, eingefrorener Baum ist das dann. Benutze das. Wow. Damn. Das sieht geil aus. Das hat mir gefallen. Lass mal kurz in unser Buch reinschauen. Schließ mal, wie viele Sachen wir hier noch nicht bekommen haben. Ich würde gerne mehr Kombinationen finden. Machen wir mal Zeus. Oh, warte, die anderen Sachen müssen wir erstmal löschen. Warte, einer sollte reichen, oder? Was passiert, wenn ich das kombiniere mit dem hier? Was passiert dann? Bin ich jetzt Zeus, der eingefroren ist? Ja, glaub schon. Ich werde nicht viel ein und ich bin irgendwie Zeus, der eingefroren ist. Und ich kann das trotzdem überall draufklicken. Ich kann mich aber selbst nicht zum Schmelzen bringen, leider. Das ist natürlich mega episch, wenn die das noch einbringen. Ist schon geil. Aber leider nicht etwas, was man kombinieren kann. Beziehungsweise könnte man schon, aber ihr versteht schon. Was war nochmal Giraffhufe? Also Giraffenhufe. Und ich werde schneller. Ah, interessant. Okay, fangen wir erst an mit der Rotationspotion. Mit was können wir das kombinieren? Vielleicht mit dem Eis? Oder mit dem Baum? Das wäre ganz witzig. Oh. Rotations-Frozen Potion. Lass mal sehen. Und jetzt? Das ist auf jeden Fall eine Potion. Dann drehe ich mich, während ich eingefroren werde. Wie drehe ich mich überhaupt noch weiter? Ich meine, das ist etwas, was ich jetzt bekommen habe, oder? Ja. Stellt euch mal vor, ihr seht sowas. Das wäre echt merkwürdig. Habe ich es jetzt bekommen? Ich glaube, das ist etwas, oder? Etwas Besonderes. Ich gehe mal davon aus. Boah, wie viele gibt es denn bitte hier? Und ich habe nicht mal alle. Mein Ziel wäre es, hier alle zu bekommen. Das wäre so geil. Zombie Potion können wir mit irgendwas kombinieren. Lass mal machen. Weil das habe ich noch nicht allzu oft gemacht. Nehmen wir Zombie Potion. Und mit was können wir es kombinieren? Wir können schneller Zombie sein, auf jeden Fall. Lass mal probieren. Woher weiß ich, ob das Slip Dizzy Potion? Das klappt, glaube ich. Oh, das war nicht das, was ich wollte. Das war definitiv nicht das, was ich wollte. Ich wollte das hier nehmen. Oh, verdammt. Jedes Mal vergesse ich hier, die Sachen wegzumachen. Ja, Zombie Speedy Potion. Wir sind ein Zombie, der schnell ist. Ist schon geil, auf jeden Fall. Ich meine, was soll ich sagen? Von einem schnellen Zombie hätte ich Angst. Okay, mit was können wir Zombies... Oh, warte. Eingefrorener Zombie vielleicht? Ja, da ist noch was Blaues. Zombie Frozen. Lass mal benutzen. Und ich bin ein Zombie, der einfach einfriert. Ich meine, hey, das ist etwas, was wir bekommen haben. Also, wieso nicht? Sieht cool aus. Lass mal versuchen, ein Baum zu werden. Ein Zombie-Baum. Es wird grün. Also, es sieht gut aus, oder? Zombie Leaf. Und ja, ich bin ein Zombie, der ein Baum wird. Interessant. Ich meine, cool ist es auf jeden Fall. Hier können wir halt sehen, wie wir die ganzen Sachen gemacht haben, ne? Für die meisten Sachen brauchen wir aber zwei Kombinationen. Ich bin jetzt einfach stehen geblieben. Aber jetzt geht's wieder. Das geht doch bestimmt auch. Ein Zombie-Kopf plus einen bewegenden Kopf, oder? Oder habe ich das schon? Nee, das ist tatsächlich einfach nur Dizzy. Das ist weird. Wow, irgendjemand ist hier. Hi. Ignorieren wir den Typen einfach. Was ist, wenn ich mich klein mache und gleichzeitig groß mache? Ist das irgendeine Kombination? Crazy Sizes. Machen wir davon mehr rein. Kreieren wir das jetzt? Wow, was passiert jetzt? Und jetzt werde ich größer, kleiner. Was zum... Wow! Ich werde jetzt größer und kleiner. Geht das jetzt so weiter? Nee. Oh mein Gott, wenn ich das sagen wir öfter rein tue, dann passiert noch crazieres. Aber gut, das war's für das Video. Für mehr davon lasst mal oben da, abonniert kostenlos. Aktiviert die Glocke, bis zum nächsten Video. Bye.